Moinsen und hallo zurück zu Workers and Resources, Sowjetrepublik. Ja, ich habe das etwas laufen lassen, das Spiel, und habe hier eine Buslinie geplant, die zunächst hier anhält, paar Leute rausschmeißt und anschließend die restlichen Leute zur Mine bringt. Und dann hatte ich schon mal kurz auf Export geschaltet und das lief sehr gut. Ja, ihr seht schon hier Planung, die ich gleich zeigen werde. Mein Problem ist jetzt, ja, ich habe dann hier auf Export geschaltet. Da floss auch gleich Geld rein, das tat sehr gut. Nur gleichzeitig seht ihr hier die Mittelspannungsleitung, über die ich Strom importiere gleichzeitig. Und diese Leitung, die geht hier lang. Bricht hier aus. Hier habe ich schon angeplant Leitung, die, wie gesagt, zeige ich gleich. Und das geht dann hier rein, um Strom zu importieren. Ja, diese Leitung, die jetzt hier reingeht in diesen Prioritätsschalter, die soll künftig von dem Kohlekraftwerk gespeist werden. Und gehe ich mal zurück. Die werde ich dann hier auftreiben, wenn das hier fertig gebaut wurde. Na, nochmal. Dort wird dann hier diese Leitung hier, genau. Diese Leitung wird dann dort angeschlossen werden, um dann künftig den Strom selber zu beziehen und nicht mehr zu exportieren. Dieses Mittelstück kommt dann weg. Und wird dann hier an dem rechten neuen angeschlossen. Das linke soll dann weitergeführt werden, um dann auch hier ranzugehen. Das Ziel ist dann, ich möchte zweimal Mittelspannung mit anschließen für den Export. Ich möchte sehen, ob ich den Export erhöhen kann. Mache ich mal das Overlay an und dann zeige ich das mal eben, was ich vorhab. Ja, hier die rechte ist schon dran. Da soll noch eine weitere rangezogen werden. Und die rechte ist schon dran. Das heißt, von jetzt aus, von hier aus gesehen, die linke, die jetzt hier noch lang geht. Wo ist sie? Hier, genau. Das heißt, die geht dann hier ran. Diese hier wird dann weitergeführt und dann rechtsseitig dann auch zu dem Dingschen geführt. Das ist nur Vorbereitung. Wichtig wird diese hier sein. Ja, jetzt will ich mal eben zeigen, was ich vorhabe. Gott, gut, das ist gut, dass ich jetzt noch nachgucke hier. Das kann da so nicht bleiben hier. Nee, 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 nee. Was habe ich denn hier gemacht? Um Gottes Willen. Ja, welcher ist es jetzt? Habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Da muss ich noch mal beide wegnehmen hier. Das geht so natürlich nicht, dass sich hier die Leitung hier überschneiden. Das wollen wir nicht. Da muss ich das noch mal machen. Nützt ja nun nichts. Ich habe auch schon bei Spielern gesehen, dass die Leitung so ineinander gelegt haben. Aber das mag ich nicht. Das ist nicht so meins.
So, hier den linken. Wieder an den linken. Ich hoffe, ihr habt mich jetzt nicht aufstoßen gehört. Hatte gerade lecker Abendbrot. So ist das besser. So, dann wollen wir das mal einigermaßen vernünftig weiterziehen hier. Hier oben an der Grenze laufe ich wahrscheinlich nicht Gefahr, dass ich nochmal irgendwas bauen möchte. Das ist ja immer die große Krux bei irgendwelchen Bauwerken. Da muss man immer irgendwas, ja, dann wird was entfernt und dann ist das im Weg und... So, jetzt haben wir es. Genau, jetzt können wir es weiterverfolgen. So, das ist okay. Ja, die beiden linken. Ja, und diese hier, die gabeln sich hier einmal. Das ist auch gewollt. Dann laufen sie hier weiter. Ja. Genau, und hier machen sie dann, hier macht er einen Knick und läuft wieder zusammen. Und dann laufen hier drei weiter. So, und diese drei, die sind dann hier angeschlossen an einen so einen ganz normalen Dreifachsteckerverteiler. Und jetzt, die Brücke hier, die ist nur vorsorglich, weil ich will mal eben die Karte zeigen. Und zwar, wir blicken jetzt hier entlang der Grenze und hier werden ja Gleise entstehen. Deswegen habe ich hier auch den Mast ein bisschen weit weggezogen. Ups, Entschuldigung. Und ja, und ich möchte einfach die Option haben, hier rüber zu gehen. Das seht ihr hier, dass ich hier noch irgendwas tun kann, falls das der Fall sein sollte. Ich weiß es noch nicht, aber dann habe ich die Brücke schon mal und die Leitung geht hier einigermaßen stimmig rüber. Das ist in Ordnung. Ja, jetzt kommt aber das, ja, ich wollte erst mit der Mittelspannungsleitung hier bei der schmalen Stelle rübergehen. Das habe ich auch hinbekommen, aber die Leitung hing dann so tief, dass die Schiffe dann die Kabel berührt hätten. Das hätte zwar spieltechnisch keinen Einfluss, aber das ist, das mag ich nicht, das sieht doof aus. So, jetzt will ich mal zeigen, was hier unten los ist. Ja, das, ich habe mir mal das Fachwort dafür sagen lassen, das ist ein Düker, also drei an der Zahl, ein Düker. Jetzt komme ich mal von der anderen Seite gleich hier. Und zwar, ich habe bei dem Kraftwerk, dieses hier ist ja schon direkt verbunden mit der Zollstation. Hier, genau, hier wo der Cursor ist. Und das war auch gelb, hat auch dann schon wunderbar exportiert. Das war in Ordnung. Jetzt hatte ich hier drei Mittelspannungsausgänge. Und diese drei habe ich jetzt jeweils hier verbunden mit einem Dreierstecker. Und dann gehen die insgesamt sechs Kabel, weil ich ja hier 2,35 habe und das dickste unterirdische sind 1,45. Da komme ich auf 2,9 nach Adam Riese.
Wenn ich das Mittelspannungs, das da hätte ich nur 1,8, 1, hätte ich nur 1,9 und ja, eben um das Maximum zu bekommen, habe ich dann die dicksten genommen und dann gabelt sich der Strom hier auf, paarweise. Das kann man jetzt auch gar nicht mehr. Moment, wenn ich so mache. Nee, warte mal so. Sieht man nicht mehr, also gut. Die sechs Kabel gehen dann hier unten durch und laufen jeweils hier wieder zusammen, um dann überirdisch weiterzulaufen. Ja, verbrauche ich die. Die beiden, wie gesagt, die sind dann halt für den Export, die sind jetzt noch nicht so wichtig. Wichtig wird der hier sein, weil der dann letztendlich auch in die Stadt geht, nach Strokowa, um dort diesen einen Prioritätsschalter zu versorgen. Ja, da würde ich sagen, ich gebe das alles mal in Auftrag. Ich habe hier vorhin. Ja, hier ist. Also, ich habe nichts gemacht. Ich hatte den. Hier, den Autosave ausgemacht. Weil ich hier vorhin mit den. Als ich mit den Kabeln versucht habe, ich hier mit Geländeeditor versucht, was zu erreichen. Das ist mir nicht gelungen. So, schwupp, das wird jetzt erstmal in Auftrag gegeben. Und wir speichern auch gleich mal. Müsste es jetzt nicht mit O weitergehen? JKL MN habe ich auch noch nicht. Na gut, dann machen wir das. So, so viel dazu. Und dann habe ich noch geschaut hier. Ich hatte mich gefragt, ich baue ja ein. Also, das hier ist alles abgerissen worden seitens des Abrissbüros. Das funktioniert auch weiterhin. Und hier habe ich jetzt einmal Plastikrecycling und Stahlrecycling. Recycling. Ja, und ich versuche das jetzt so anzubinden. Hier ist auch eine so, dass das dann immer durchsortiert wird, dass dann dass der Müll dann eben hier hingegeben wird und dass das dann hier durchsortiert wird. Das will ich mal ausprobieren. Und ich hatte hier die Mülltrennung, die habe ich noch gar nicht. Ich habe nur das Recycling gebaut und die Trennung habe ich noch gar nicht. Die habe ich noch gar nicht so berücksichtigt. Hier genau die habe ich gemacht, die generelle. Aber dann habe ich ja noch hier Mülltrennung, Schrott und Aluminium und das den Schrott. Ich hatte mich immer gefragt, wenn ich hier dieses, wenn ich hier die Stahlrecycling, hier sieht man Metallschrott im Import und hat auch hier so ein Schüttguteingang. Ja, und da habe ich erst festgestellt, ja, hier, wenn ich die Mülltrennung, Schrott anschließe, dann kann ich was werden. Dann, genau, dann wollte ich das hier noch hinbauen, um dann eben noch das Türmchen dazu bauen und ja, das steht auch noch an. Ja, das ist dann aber ein anderes Blatt Papier. Ich will das erstmal fertig bauen und gucken, wie das funktioniert, weil das weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, dann gehen wir mal Start, ne? Dann gehen wir mal auf Start und dann würde ich sagen, legen wir erstmal los, dass diese Straße hier gebaut wird. Roads. So, dann hatte ich gesagt, der rechte ist wichtig. Ja, das kann jetzt noch nicht gebaut werden. Also jeweils den rechten. Wenn die Straße fertig ist, gehe ich das hier ran.
Und das ist dann dieser hier, genau. Hier werden wir auch Roads aktivieren und auch gleichzeitig die Busse. Ups. Ja, jetzt ist doch wieder Geld alle. Wir haben noch 2,2 Schulden von 4. Also, ja, gut. Millionen aufnehmen und dann komm, machen wir gleich noch mal richtig. Die sind auch gleich verschwunden. Ja. Und weiter im Takt. Du sagst auch mal Bescheid, wenn du fertig bist. Ja. Ich gehe gleich mal auf die Schnelle. Du bist wieder mit allem durch hier, genau. Ich dürfte, also was das, was hier Parteizentrale und technische Universität, so wollte ich sagen, was das angeht, da müsste ich jetzt alles durch haben, fast. Dann haben wir hier noch, ja, hier sind noch einige. Die läuft auch langsam, weil hier sind nur so wenig Leute. Ja, die schnorren hier nach Professoren hier. Sollen sie machen, wir haben ja genug Leute, die da gut dabei sind. Hier wurde auch alles schon gebaut. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier der Schnee immer nicht liegt. Das könnte ich auch mit, könnte ich mir rollenspieltechnisch erklären, dass da dann nicht so gut gedämmt ist oder irgendwas. Gut, hier habe ich nochmal so ein paar Häuser dazwischen gesetzt. Auch so Hölzer, die so ein bisschen reinpassen. Ich wollte nur ein paar Lücken auffüllen. Einmal dieses hier war das. Nee, nicht das. Das stimmt nicht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, welches war das? Auf jeden Fall das hier. Das habe ich reingesetzt. Und dann habt ihr gerade gesehen, hier habe ich hier noch die Wege verbunden. Das sind so kleine Tunnel, die so ein bisschen ja, das simulieren, dass sie dann hier unter diesen Dingern durchgehen, unter den Industrieverbindern. Das sieht ja schön aus mit den Tüchten hier. Gefällt mir. Ach hier, das habe ich hier auch noch reingequetscht. Schaut mal genau. Das waren ganz schöne Akte, die Wege durchzukriegen. Ob es denn alles so notwendig ist, lasse ich mal dahingestellt. Es tut seinen Zweck. Erfüllt seinen Zweck. Das läuft ganz schön voll hier, muss ich gerade mal so sagen. Bio. Hier haben wir Metallschrott, warum auch immer.
Aber gut, das wollen wir dann umwandeln. Du fährst mit 0, was? Wie viel Biomüll fährst du durch die Gegend? Dem werden wir auch mal Abhilfe schaffen, indem wir den Müll hier irgendwo sammeln mit einem Greifer und dann so, jetzt würde ich mal eben langsamer machen. Und zwar du hast schon alle, jawohl. Dann machst du das mal, ist schon auf hohe. Das und das auch auf hohe. Das auch auf hohe, jawohl. Ich check nun mal, ob das auch bis hier hinten hin denn durchorganisiert ist. Und nicht, dass das zwei Baustellen sind. Hat man ja manchmal, dass man irgendwie die Kabel verbindet und das dann nicht ganz angeschlossen ist. So, hier endet das und wird dann hier alles klar. Gut. Den Strom wollte ich jetzt im Winter nicht kappen. Da habe ich Angst, dass mir das hier überlädt und dann ruckzuck sind die Leute tot. Hier mit dem Müll. Ich muss mal schauen, wie das dann hier aussieht. Ja, die tun schon. Hier habe ich übrigens den ja, Industrial Cooling Tower. Statt so ein riesen Kühlelement habe ich jetzt das Ding hier angebaut. Ja, so viel dazu. Jetzt müssen wir erstmal diesen Winter durchstehen hier. Ich könnte eigentlich auch mal hier den Friedhof so ein bisschen aufhübschen hier. So ein bisschen mit wieder ein paar andere hier. Busch, Busch, Tulia. Mal gucken, wie das aussehen wird. Es war noch relativ easy und einfach. Ich wollte noch so viel bauen, dies und das und jenes. Aber das sieht immer stark aus hier. Wie der Schnee runterfällt von den Brücken.
Es gibt auch diese Mauern, die man ziehen kann. Aber die muss man dann, glaube ich, mit, sorry, die muss man, glaube ich, mit Hubschraubern errichten. Und ich frage mich gerade, wie das ist mit Gebäudewartung. Haben diese Mauern auch Wear and Tear? Und ja, bauen kann ich die, wie gesagt, nur mit Hubschraubern. Und ja, die habe ich noch nicht. Ich werde übrigens auch ein Baubüro hinsetzen müssen. Aufgrund der Wartung, der notwendigen. Ja, das kommt dann hier mit ran, hier irgendwo. Werde ich schauen. Ich werde hier jetzt sicherlich noch irgendwas mit dem Müllumladen bauen. Und dann schauen wir mal, was wir da werden würden. Ach, ich bin schon wieder auf der Langsamen. Da sollst du mal Gas geben hier. Genau, die Dinge hier, die werde ich dann auch wieder herausfiltern müssen, weil ich ja die Lager abgerissen habe. Das werde ich ja dann gleich gesondert machen. Was habt ihr denn, Freunde? Ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten, da jetzt ein bisschen Geld zu verdienen, dass ich dann hier auch mal ein bisschen übel planen kann, um mir dann nicht immer Gedanken zu machen, ob wir denn hier jetzt demnächst pleite gehen oder nicht. Aber ich bin guter Dinge. Ich will deswegen letztes Jahr gar nicht so nachgucken, weil ich habe da doch recht viel Autobau gemacht. Ein paar. War das noch? War das letztes Jahr? Da habe ich nochmal Geld geholt. Was habe ich denn überhaupt verhökert am meisten? Also erstmal habe ich. Jetzt geht doch mal auf langsam hier. Das heißt, wir haben 31. genau. Dann gehe ich mal kurz auf Pause. Mal kurz angucken, was haben wir denn gemacht? Fahrzeugimport. War also nichts. Wir gehen jetzt mal bis zum 1. Januar zurück. Und wir haben hier nichts weiter importiert. Wir haben exportiert für 276.000 die Käfer, genau. Und dann haben wir ja Import für über 2 Millionen. Aber Export, da haben wir 1,5 Millionen. Genau, hier ist ein guter Vergleich. 1,5 zu 2,1. Ja, hier der Kies ragt raus hier mit 10 Millionen. Nicht schlecht. Man sieht auch immer, der große Pik ist dann halt der große Kutter und die kleinen Piks der kleine Kutter. Alkohol, ja. Gut. Das war hier Strom, den ich einmal angemacht hatte. Ja, den hatte ich nur kurz angemacht und das hat sich dann schon gelohnt. Ja, das werden wir dann wieder
anmachen, wenn der Sommer da ist, wenn aber dein Frühling da ist. Weil ich weiß nicht, wie zickig die sind, wenn die keinen Strom haben, beziehungsweise ich möchte dann auch die Leitung erst fertig haben, die hier, die ich hier rein in Auftrag gegeben habe. Damit dann der Umbau hier nicht so lange dauert. Ja, die beiden Bagger, Gott sei Dank, sind schon zugange. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nur einen Bagger am Start. Weil wir ja insgesamt drei haben. Und da ist der Mast, genau. Und das neue Jahr ist angebrochen, 1982. Wie ihr sehen könnt, ui, schaut mal, die Leitung ist ja schon. Ja, das ging ja flott. Die ist schon fertig, aber der Dücker wird noch dauern. Das ist unschön. Aber ich habe mir das jetzt so ausgedacht. Bis wohin geht er? Geht er schon durch? Ah, hier geht's lang, jawohl. Und hier endet er zunächst, genau. Das ist dann an der Stelle hier, genau. Was hatte ich? Achso, hier ging ja der Dings noch. Ja, okay. Ja, da habe ich ja die Müllverbrennung angeschlossen, die dann eben auch hier dann hier den Müll hereinführt. Das hatte ich mir eigentlich länger vorgestellt. Warum die beiden Körper hier noch so einen Knick machen, das weiß ich eigentlich auch nicht. Das scheint, also da muss wohl irgendwie eine Untiefe sein hier irgendwas. Aber gut, das ist ja außerhalb der Schifffahrtswege, von daher soll mir das egal sein. Den habt ihr auch schon fertig hier, sehr schön. Das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt.
Die muss gleich noch gewalzt werden. Dann kann das schon angeschlossen werden. Aha. Ja, dann bin ich guter Dinge, dass wir hier noch was werden, hier in dieser Folge. Ja, jetzt verfacke ich natürlich hier die, die Kohle für lau. Hier habe ich auch so ein Dings gebaut und der hat hier das Wasserkraftwerk bekommt hier hohe Priorität, dass hier wenigstens ein bisschen Saft anliegt, wenn mal nichts ist und ja, läuft. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt mit dem Müll. Guide. Hätte ich mir wirklich schlimmer vorgestellt. Die Mine sieht nicht so schön aus, aber gut. So, was haben wir noch? Uranminen können wir auch. Na, siehst du, dann haben wir das auch eigentlich im Sack hier. Na gut, nach über 20 Spieljahren. So, wie ist das jetzt hier hinten? Ja, es dauert noch. Aufpassen, dass das hier nicht voll läuft. Ja, das war natürlich ein Wahnsinns-Update hier mit Müll und Wartung und so und Abriss. Ja, wie gesagt, es ist fast schon noch ein Spiel im Spiel. Aber ich finde, die haben einen guten Job gemacht. Gefällt mir sehr. Und ja, wenn ich zurückdenke, jetzt nunmehr 4 Jahre jetzt von 2019 bis jetzt 2023. Ich habe noch keine Minute bereut. Also, das macht immer noch sehr viel Spaß. Frieda, hallo. Da bist du. Gut, kann man schön finden oder nicht, aber wir wollen nicht allzu sehr meckern. So, wie sieht's aus? Ist die Walze schon da? Nein. Aber sprach's und da ist sie. Ja, dann walz mal.
Könnte das jetzt eigentlich auch. Dann könnte Rose das jetzt eigentlich auch hier fertig machen. Zwei und drei sollen Vorfahrt haben. Eins nicht. Dann haben die Vorfahrt, genau, und diese hier. Jawohl. Ja, dass man mit Kies so eine Menge Holz machen, also Holz, Geld machen kann. Das ist manchmal auch, hat man häufig nicht im Blick. Ja, ob das jetzt auch, ja gut, per Schiff halt. Also mit dem LKW bezweifle ich, dass das irgendwie sich großartig lohnen würde. Aber, ja, why not? Im Log Hospital hast du das abgeholt? Wieso sammelt sich überhaupt Sondermüll hier an? Wo ist denn deine Tonne? Ist das deine Tonne? Wir haben hier eine Menge Plastik. Wenn das deine Tonne ist, dann muss hier noch Sondermüll ran. Was haben wir hier? Habe ich keinen Sondermüll, Freunde? Wo haben wir denn mehr Platz? Hier sind sechs leere. Ja gut, danach kann ich nicht gehen. Hier sind auf jeden Fall deutlich mehr leere. Dann mache ich hier mal Sondermüll hin. Oh, das wundert mich, habe ich daran nicht gedacht. Ja, dann werde ich da mal eben hier nochmal Sondermüll hier. Und zwar 1, 2, ja, 3. Noch ein Metallschrott dazu. Und das war Biomüll und das hier ist Plastikmüll. Hier Plastikmüll auch noch ein. Jetzt haben wir noch sechs normale. Metallschrott dreimal, Plastikmüll dreimal, Biomüll dreimal und das andere dreimal, genau. So ist das in Ordnung. Ah, die Dings ist fertig. Kiesstraße bauen. Ja, ich hätte jetzt auch eine normale nehmen können. Aber. Schaut mal, der eine Bagger ist schon wieder da. Der ist schon gleich durch hier. Da ist er schon verschwunden, jawohl. Und der hier ist auch schon weg. Das ging flott, also hätte ich nicht gedacht.
Ja, Wahnsinn, der erste schon fertig. Schaut euch das an. Da habe ich schon mal länger gesessen. Schon mal sein Kies. Ich hätte jetzt geraten, dass ich hier, was ich das ganze Jahr zu tun habe hier mit diesen Kabeln jetzt. Wie ist denn hier jetzt? Seid ihr hier durch? Nee. Da ist der zweite Dünger fertig, sehr schön. Ich flippe aus. Echt schnell. Wieso werdet ihr eigentlich schon fertig gemacht hier? Weil seid doch gar nicht verbunden. Was macht ihr denn? Machen die jetzt den Düker? Ich hoffe nicht. Die sind dran, jawohl. Doch, die machen sich gleich ran hier. Vier Grad, 3 Grad, 0 Grad. War das vielleicht ein Fehler, das zu verbinden? Ich weiß es nicht. Aber hier sind Leute. Gut, ja. Hatten wir hier nicht schon? Ach ne, hier war das. Genau.
kann ich ja hier hinten noch ein Lager hinbauen, dann nachher für. Für Plastik und ja, Plastikmüll brauchen geschlossenen. Werde ich schauen, was ich da bauen werde. Grad, pass auf, jetzt können wir den, jetzt reißen wir den mal ab. Wir checken mal vorher die Einwohnerzahl hier. Knapp 4200. Knapp 4200. So, jetzt gehen wir mal hier hin und sagen mal, dass du einmal wegkommst. Und dann sagst du auch mal Bescheid. Ich hatte übrigens letztes Mal geguckt, wie man Sprengstoff verwendet. Das kann man hier bei den einzelnen Abrissarbeiten dann sehen. Da muss dem Abrissbüro natürlich dann auch dann hier Sprengstoff zugewiesen werden. Das haben wir hier getan am Zollhaus. Wenn ich jetzt also irgendwas sprengen wollte, dann würde das gehen. Wo holst du denn deine Arbeiter, sag mal? Ja, du holst sie an der Station. Da hast du auch von 20 Arbeiter. Ja, den Bagger nimmt er nicht. Wenn man, es ist wie beim Bau, wenn es diese kleinen Bauwerke gibt, dann kann der Bagger nicht in Aktion treten. Und dann ist ein Bus notwendig. So, die zwei, genau. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Wie soll ich das denn jetzt abreißen hier? Da komme ich ja gar nicht ran. Da hätte ich gleich das komplette abreißen müssen hier. Mal alles ran hier.
Kann sein, dass die Bagger jetzt alle belegt sind. Ja, Jetzt muss ich doch einmal gleich. Ja, da muss ich. Ja. Da habe ich mir selber ein Ei gelegt hier mit dem. Ja, hört auf zu jammern. Da hätte ich eben das komplett abreißen müssen. Da muss ich einmal. Tut mir leid, Freunde, da muss ich einmal betuppen. Ah, Mist. Ich will das eigentlich nicht. So schnell kann es gehen. Müll und Abriss. So, was haben wir jetzt noch hier? Dieses Ding durchverbinden. Wollen wir erstmal schauen, wie das hier nach hinten hin aussieht. Sonst komme ich durcheinander. Aha, genau. Nicht zu dicht an den Mast, das geht aber noch. Na, wo gehst du lang? Hier. Das wird gerade verbunden. Sich noch mal betuppen. Was Blödes. Der wird dort verbunden. Dann geht der hier ran und der wird da verbunden. Wie sagt ein bekannter YouTuber immer, Ersatzbau. Gehst du mal daran, ist zwar ein bisschen schief hier, aber da wollen wir nicht so meckern.
So, dann haben wir dies, haben wir jenes. Jetzt will ich hoffen, dass sie das auch alles bauen hier. Bau beendet. Das war noch der Abriss hier. Genau. Das hat hohe Priorität, genau. Und dann weisen wir den anderen Kram auch zu hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Achso, das muss erst noch. Ich weiß schon warum. Da ist die Straße noch nicht. Da ist die Straße noch nicht durch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann gib mal Gas hier. Bis wohin hat er jetzt? Hat er alles oder hat er nur... Nee, scheint er komplett zu haben. Da scheint er komplett zu haben. Sehr schön. Vorher, wo bist du fertig jetzt? Du hast ihn fertig. So, das heißt, der hat dann schon mal Saft. Hier liegt Saft an. Die beiden Kabel sind dran. Das ist hier auch Saft. Das heißt, das linke Kabel hat schon mal Strom. Und dann fehlt nur noch das hier. Jawohl. So, und jetzt wird es gleich lustig. Jetzt können wir gleich schauen, dass wir den Strom anmachen. Zack. So. Das heißt, wir hätten ja eben schon auf Export gehen können. Pass mal auf. Jetzt gehen wir auf Export. Volles Rohr. Zack, und die Leistung knallt hoch. 18 Megawatt gehen raus. Schön. Das Geld geht hoch. Was wollte ich noch? Die Leitung ist gelb, müsste eigentlich rot sein, aber gut, sei es drum. Hier habe ich extra schön lang gemacht. Schaut mal. Ah, die Leitung ist schön. Klasse, klasse, klasse. Das gefällt mir. Jetzt wird hier auch gleich der Schornstein qualmen ordentlich. Qualmt er hier gar nicht? Doch. Ah, schön.
Diese Leitung hier, die geht ausnahmslos zur Grenze. Ah, ich werde wahnsinnig schön. Und schaut euch das Geld an. Nach 12, 22, nach 22 Spieljahren. Jetzt noch die Frage, ob wir auch genug Plus machen. Hier können wir auch. Schaut mal, das wusste ich gar nicht. Schön. Mach doch mal den fertig hier. Zwei Arbeiter. Kann ich doch direkt mal gucken. Ich habe es direkt vergessen. Wie viele? Na? Das ist, habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir hier Schwankungen haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar nicht zu knapp. Er leistet wie Hulle. Dem werden wir gleich entgegenwirken. Der Rest kann so bleiben. Dann legen wir uns da gleich mal noch ein Dingschen hier in ein. Den plane ich mal gleich an hier. Und zwar, welchen nehmen wir denn da? Wir hatten noch hier dieses L. Ich will mal auf die Gegend nicht so verschandeln hier. Wir könnten auch den hier nehmen, können wir da wieder mit reingehen. Genau, so mache ich das mal.
So könnte man vorgehen, genau. Und wenn wir 18 Megawatt hier herbringen können vielleicht. Ja, ich glaube, ein 13er müsste reichen. Oder wollen wir den unterirdisch legen? 12, nee, dann machen wir erstmal 13. Da legen wir 13 hier rein. Und dann kommen wir mit einer dicken, kommen wir mit einer 18, ja, wie viel leisten wir? Megawatt die Stunde, das war doch geteilt durch 60. Warte mal kurz. Fünfhundert, das war doch geteilt durch 60, wenn ich mich da jetzt richtig entsinne. 58,33 Periode. Okay, wir haben jetzt die Düker draußen und also eine 18er und die Düker, also auf jeden Fall noch ein 18er. Der müsste noch gehen. Jetzt will ich noch mal was anderes schauen. Ich habe hier noch. Die 18er Leitung wollte ich noch rauslegen. Und zwar die dickste, die 18er. Die will ich dann wieder hier schön rüberlegen. Ja. Wo haben wir sie hier? Ja, komm schon. Spiel, was machst du mit mir? Ups. Nee, 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 das geht natürlich nicht. Pop, pop, pop. So geht das ja wohl. Habe ich von den anderen, was ich dann. Ja, ich muss schauen, wie viel ich denn hier noch abnehmen kann. Ich habe 5 Stück, aber die so nebeneinander. Das sieht so ein bisschen. Das würde doof aussehen, wenn ich das so machen würde. Da schauen wir mal, wie ich da vorgehe.
So um die Ecke einmal. Ja, muss wohl so sein. Mache ich nicht gerne, aber gut, muss so sein. Wo legen wir jetzt den anderen hin, der da hingeht? Ich will mir dieses Ding hier nicht so ganz versauen hier. Weil hier wird noch irgendwas mit Eisenbahn geschehen. Das heißt, hier gehe ich hier auch über den Berg. Ja, kann so bleiben. Hier will ich mal schauen, ob ich nicht den mache ich gleich neu, aber ich will mal schauen, ob ich hier nicht schön mit einmal rüberkomme. Pass mal auf. Muss ich den Wald noch ein bisschen. Dann schauen wir mal, wie das jetzt so aussieht. Das ist okay. Dann gehst du noch mal kurz weg. Und dich vermitteln wir. Und dich vermitteln wir. Komm mal her. So, und die Mitte ist in etwa. Ja, hier. So, und jetzt, wie siehst du aus, wenn wir dich da hochlegen? Mit einem Zwischenschritt. Na, das war doch wohl nix. Der ist drin, jawohl. Den gehen wir jetzt auch den Berg entlang hier. Schöne Berg. So verschandelt, aber gut, es ist ja, dient ja einem höheren Zweck. So, wo ist der da hinten? Jawohl. Dann schaut mal. Nicht zu dicht. Ist ein bisschen dicht, ne? Aber ne, ist okay.
Das ist okay. Dann müssen wir noch einmal. Haben wir auch alle weg? Jo. Zwischenzeitlich ist das hier fertig geworden. Aber da warten wir noch, bis das mit dem Strom hier fertig ist. Und wir haben Ende März. Jawohl, jawohl, jawohl. Alles ran, was irgendwie geht. Bescheid sagen, jawohl. Aber das Geld geht stetig nach oben, sehr schön. Das sollte auch reichen, Kredit zu bezahlen. Und dann kann das hier endlich aufwärts gehen. Und dann legen wir uns dann gleich mal hier einen neuen Dings rein hier. Der eine ist hier und wahrscheinlich völlig überlastet. Aber den kopieren wir. Und dann legen wir uns hier noch einen hin. Haben wir dann nicht einen schöneren? 50s. Hier ist doch ein anderer. Wie sieht denn der aus? Irgendwie passt der mir besser hier. Ich wollte schon mal die ganze Zeit hier eine Straße hochlegen und die hier einmal rumlegen. Warum mache ich das eigentlich nicht?
Ich weiß gar nicht, ob ich diese Straße brauchen werde, aber ich hatte so das Gefühl, als wenn ich mich hier irgendwie verzettel hier mit den Straßen. Ich will hier noch irgendwo lang gehen, hier und dann hier hinten wieder ran und dann, ja, so ist meine Vorstellung. Das sieht schon mal daneben aus hier. Muss hier auch nicht alles zubauen hier wegen dem Wasser. Ja, aber ich möchte dann auch hier mal na, was nehmen wir denn hier? Wo ist halt der Dings? Switch 43, genau. Nee, den lege ich mir hier hin. Kies, jawohl. Geh gleich ran. Und dann gehst du mit dem Dicken hier ran. So. Und dann haben wir noch zwei Ausgänge. So, jetzt kann ich mit dem kleineren hier da rangehen. Ich wollte ja nicht mit der dicken Leitung hier reingehen. Hier quer durch. Ich weiß nicht so recht. Ich sträube mich immer, wenn ich irgendwo so quer durchs Gefilde gehen muss mit den Stromleitungen. Und ich habe immer Angst, dass ich mir irgendwas verbastle oder verbaue und das tue ich dann trotzdem. Oh, ihr seid schon wieder mit irgendwas fertig? Ja, hiermit seid ihr fertig. Denn, ja, so, das wird dann hier hinten noch wieder angeschlossen hier. Der Weg zu meinem Asche-Vergeh-Dings-Bums. Baut mal das andere. Ja, das gefällt mir langsam. Jupp, 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 jupp. Jo, sehr schön, sehr schön. Alles klar. Willst du eigentlich auch mal gebaut werden hier?
gerade angesprochen, schon kommen sie. Ja, na gut. Hast du auch Probleme? Es ist aber auch selten. Das dürfte doch jetzt eigentlich gar kein Problem mehr sein, also. Hier so eine Mini-Substation. Guck mal, er kriegt hier dann auch noch einen hier. Oder Mini sieht auch doof aus, ne? Straße ist auch ein bisschen blöd. Ne, mit Straße wohl wenig. Ach, das fette Ding hier. Ja, obwohl es sieht ein bisschen industriemäßig aus hier, ne? Und na gut, flatschen wir den hier hin. Ernsthaft. Switch Power Transformer. Einmal Mini, den, ja, with Road, das wollten wir ja nicht. Oh, wo das Türmchen? Dann nehmen wir das Türmchen, komm. Dann kommt das Türmchen wieder hin. Und quer rüber. Jawohl. Die Kirche brennt, was auch sonst, was am weitesten weg ist. Aber gut, ja. Wir haben ja zeitig dran gedacht. Ich bin gespannt, wie das dann aussehen wird mit mit dem Stromexport. Ups, Entschuldigung.
Mopsa. Na gut, im Augenblick importieren wir noch eine ganze Menge. Ah, er ist gleich durch. Schaut her. Patsch. Wunderbar. Zwei zum Export. Und zwei und eine für uns. Ich fürchte, die Folge ist wieder ein bisschen länger. Ja, wegen der Baustelle. Ja, passt schon. Ich vermute mal, ich muss hier eine Menge Stahl importieren gerade. Moment mal, hä? Ach so, der holt sich das ja vom Zoll direkt. Ja, da wird eine Menge Stahl gebraucht gerade. Stimmt, für diese Leitung hier richtig. Noch 50 Tonnen, jawohl. Gut, ich würde sagen, es ist langsam mal Zeit, Schluss zu machen. Ja, das passt ja hier sehr gut. Erhöhung, Verringerung. Dann nehmen wir erstmal das hier. Ah ja, und unsere Allee hier macht sich auch schon mal ganz gut. Das ist auch ein bisschen versteckt hier, sieht besser aus. Und alle Müllwagen unterwegs, das gefällt mir gar nicht. Das liegt aber wohl auch an dem Stau hier. Und ja, da gibt es auch ein bisschen was zu tun. Hier den Müll optimieren, den Strom optimieren und das Geld optimieren, das schon wieder zur Neige geht hier.
Aber das ist ja der Tatsache geschuldet, dass wir hier ein paar übermäßige Baustellen haben. Und jo, da würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein. Ich lasse es hier noch ein bisschen laufen bis zum Sommer hier und dann, dann sehen wir uns dann bald wieder. Hoffe ich zumindest und wünsche alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.